Es war wohl nur eine Frage der Zeit. Gestern sind in Brandenburg die ersten Schulen wegen bekannt gewordener Corona-Fälle geschlossen worden. Betroffen sind ein Gymnasium in Frankfurt und eine Grundschule mit Kita in Wittenberg. Heute wurde bekannt, dass auch eine Grundschule in Lübbenau bis Ende der Woche geschlossen wird. Dort hat sich eine Lehrkraft infiziert. In Cottbus ist, zumindest zurzeit, jedoch kein Fall bekannt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu LTV Aktuell am Mittwoch. Das Bildungsministerium verteidigt hingegen weiterhin den Schritt, Schulen in Brandenburg wieder zu öffnen. Kinder haben laut Ministerin Britta Ernst ein Recht auf Bildung. Vorübergehende Einschränkungen müsse man akzeptieren. Doch wie sehen das die Schüler selbst? Ein Mittel, durch das Cottbuser Kinder ihre Sorgen publik machen können, ist die jährliche Jugendkonferenz. Doch die kann diesmal Corona-bedingt nicht stattfinden. Die Stadt führt nun aber andere Wege ein. Mitreden und mitbestimmen. Mit einem neuen Rahmenkonzept zur Kinder- und Jugendbeteiligung sollen die 6- bis 27-jährigen Cottbusserinnen und Cottbusser beim Stadtgeschehen mitwirken. Durch § 18a der Landesverfassung sollen sich Kinder und Jugendliche an allen befindlichen Belangen beteiligen können. Jüngste Beispiele sind zum Beispiel die Spielplatzsatzung oder das Mobilitätskonzept. Wie diese Beteiligung aussehen kann, ist im neuen Konzept festgehalten. In dem neuen Rahmenkonzept der Kinder- und Jugendbeteiligung für die Stadt Cottbus sind natürlich ganz viele Möglichkeiten gegeben, wo die Kinder und Jugendlichen sich beteiligen können, wo sie aktiv an der Gestaltung ihrer Problemlagen sich beteiligen können und die Stadt Cottbus mitgestalten können. Das war auch immer bei den Kinder- und Jugendkonferenzen möglich. Die Jugendkonferenz fällt in diesem Jahr aber Corona-bedingt aus. Eigentlich sollte sie am 28. August stattfinden. Aufgrund der Zurückhaltung bei Anmeldungen als auch, wie wir letzte Woche erfahren haben, laufenden Wissensstandsanalysen, die in den Schulen laufen und der Fokus, der derzeit auch bei Schülerinnen und Schülern eben bei der Schule liegt und dort eben viel nachgeholt werden muss, haben wir eben vergangene Woche entschieden, gemeinsam mit der Stadt Cottbus, dass die Jugendkonferenz auf das nächste Jahr Richtung Mai-Juni verschoben wird. Die Konferenz wird dann ins Strombad verlegt. Hier können Kinder und Jugendliche an verschiedenen Workshops teilnehmen und sich einbringen. Das geht aber auch schon jetzt. Unter cottbus.de/kinder-jugendbeteiligung können junge Cottbusserinnen und Cottbusser ihre Anliegen einreichen. Die Lausitz soll künftig einen Sonderausschuss im Brandenburger Landtag bekommen. Er soll sich gezielt mit dem Strukturwandel in der Region befassen. Das hat die Landesregierung am gestrigen Dienstag angekündigt. 11 Abgeordnete sind für den Ausschuss vorgesehen. Sie sollen die Nutzung der bereitgestellten Milliardenbeiträge kontrollieren und auch selbstgestaltend eingreifen. Das Vorhaben wird unter anderem von der Lausitzgrunde begrüßt. Sprecherin Christine Herntier spricht von einem wichtigen Signal. Immer weniger Menschen halten sich an das Maskentragen und die geltenden Abstandsregeln. Folge sind dadurch steigende Bußgelder. Um ein erstes Fazit geht es unter anderem in unseren Kurznachrichten. Corona-Regeln missachtet. In Cottbus und dem Spree-Neiße-Kreis haben über 600 Menschen gegen die bestehenden Corona-Regeln verstoßen. Die meisten davon haben sich nicht an das Kontaktverbot im öffentlichen Raum gehalten, als man sich noch nicht mit Personen aus anderen Haushalten treffen durfte. Aktuell tragen viele Menschen keinen Mund-Nasen-Schutz beim Einkaufen oder im öffentlichen Personennahverkehr. Es wird immer noch jeden Tag in der Woche kontrolliert, in Cottbus vor allem in den Parks, an Seen und in Gaststätten. Auch hier muss immer noch der Mindestabstand eingehalten werden. Die Strafen für Privatpersonen und Unternehmen, die gegen die Regeln verstoßen, liegen zwischen 50 und 10.000 Euro. Brandenburger Spitze in Brandenburg. Am Samstag treffen sich Ministerpräsident Dietmar Woidke und die Landesregierung mit den Landräten und Oberbürgermeistern des Landes in Brandenburg an der Havel. Sie wollen den weiteren Umgang mit der Pandemie und die Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte besprechen. Die Konferenz ist das erste persönliche Treffen seit April. Wasserpumpen aus der Spree wird verboten. Die Wasserentnahme aus allen Oberflächengewässern der Stadt soll untersagt werden. Das geht aus der Einschätzung des Landesamtes für Umwelt hervor. Die Stadt Cottbus als untere Wasserbehörde wird dazu in dieser Woche eine Allgemeinverfügung erlassen. Einzelne Ausnahmen können in besonderen Fällen für Anlieger erteilt werden. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit kann die Spree nur noch sehr wenig durch die sächsischen Speicher gestützt werden. Außerdem werden die Bürger dazu aufgerufen, auch mit Grundwassersparsam umzugehen.
Verstöße können mit bis zu 50.000 Euro Bußgeld geahndet werden. Im Spreewald kocht immer wieder ein Gerücht hoch. Angeblich werde regelmäßig ein verdächtiger weißer Transporter gesichtet. Laut Diskussionen in sozialen Medien soll es sich dabei um einen sogenannten Kinderfänger handeln. Viele Eltern verunsichern Beiträge dieser Art. Wie die Cottbuser Polizei mitteilt, handelt es sich jedoch dabei um eine Falschmeldung. In den letzten Jahren habe es keinerlei handfeste Anhaltspunkte gegeben. Sollte einem etwas verdächtig vorkommen, sollte man sich lieber direkt an die Polizei wenden. Man warne davor, solche Gerüchte leichtfertig im Internet zu teilen. Wir bleiben auch gleich beim Thema Sicherheit und einem Unternehmen, das in diesem Bereich reichlich Erfahrung hat. Der PWSD ist seit mittlerweile 30 Jahren in Cottbus aktiv. Es ist aber nicht das einzige Jubiläum, das in diesem Jahr gefeiert wird. Lothar Neumanns Kerngeschäft ist eigentlich das Verborgene. Er leitet den Cottbuser Sicherheitsdienst PWSD. Wenn alles ruhig bleibt und man im Hintergrund bleiben kann, hat man als Sicherheitsdienst oft alles richtig gemacht. Lothar Neumann hat derzeit aber keine andere Wahl, als im Mittelpunkt zu stehen. Dafür gab es einfach zu viele Gratulanten. Der PWSD feiert in diesem Jahr nämlich das 30-jährige Firmenjubiläum. Als ehemaliger Polizist hat Lothar Neumann 1990 sein Unternehmen gegründet. Seine ersten Aufträge waren vor allem das Bewachen vieler ehemaliger Militäranlagen, Überbleibsel aus der DDR. Jedoch war klar, dass die früher oder später aufgelöst werden. Deswegen hat sich der Unternehmer frühzeitig auch ein anderes Standbein aufgebaut. Da habe ich mich gleich 1991 entschlossen, eine Notrufserviceleitstelle aufzubauen. Wir haben also mit einer kleinen Alarmempfangszentrale haben wir erste Alarmanlagen von Kunden, die neu waren, in Cottbus alarmgesicherte Objekte bei uns aufgeschaltet, überwacht und dann auch die Alarmintervention durchgeführt. Das war für mich also eine schöne Herausforderung. Was damals klein anfing, ist heute eine der Hauptsäulen. Vor allem neu entstandene Gewerbegebiete wurden so Kunden. Viele weitere Unternehmen folgten über die Jahre. Heute ist der PWSD Marktführer in Cottbus und hat sogar Kunden in anderen Bundesländern. Lothar Neumann entwickelt Sicherheitskonzepte, seine Mitarbeiter zeigen Präsenz und sind schnell vor Ort. Darüber hinaus installiert man Sicherheitstechnik und hat einen Revierstreifendienst. Die Fahrzeuge legen im Jahr dabei bis zu 300.000 Kilometer zurück. Die Herausforderungen für einen Sicherheitsdienst sind in den letzten Jahren allerdings nicht leichter geworden. Das sieht auch Ordnungs- und Sicherheitsdezernent Thomas Bergner. Also wenn früher vielleicht das Gebäude bewacht werden musste vor Diebstahl oder was Ähnliches, heutzutage muss man natürlich auch den Menschen in den Fokus nehmen. Die Kontakte, die werden immer intensiver und das ist eine ganz neue Situation, also die erstmal alle vor eine Herausforderung stellt, auch den Wachschutz. Der Wachschutz PWSD zum Beispiel muss sich dort entsprechend auch ausrüsten. Ja, ich denke an Westen, ich denke an ähnliche Dinge, um sich selber zu schützen, aber um eben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die betroffen sind, schützen zu können. Das ist eine neue Herausforderung. Und ich glaube, die stellt sich dieses Unternehmen sehr gut. Lob und Gratulation sind toll. Eine Sache ist für Lothar Neumann aber vielleicht noch viel wertvoller. Er hat bereits seine Nachfolge geregelt. Tochter Karina ist bereits als Geschäftsführerin voll integriert. Sie leitet aktuell den Reinigungsservice des Unternehmens. Denn auch das bietet der PWSD an, auch schon seit mittlerweile 25 Jahren. Das Unternehmen feiert 2020 also doppeltes Jubiläum. Karina Sicker hat sich dabei ambitionierte Ziele gesetzt. Sie will ihren Teil dazu beitragen, dass die Branche in ein besseres Licht gerückt wird. Im Handwerk haben wir seit mehr als 10 Jahren einen Tarifvertrag. Wir zahlen übertarifliche Löhne. Es gibt Zuschläge. Die Mitarbeiter sind abgesichert mit Pensionen. Und auch dieses Thema Gebäudereinigung bei den Menschen näher zu bringen, ist wichtig. Dass das Handwerk, der Handwerksbetrieb auch in der breiten Bevölkerung angesehen wird und auch wertgeschätzt wird. Und dass auch die Leistung, körperliche Arbeit in der Reinigung, sauber machen, desinfizieren, Hygieneeinhaltung, dass das auch einfach dem Menschen nahegebracht wird. Und das ist für mich ganz wichtig, dass meine Mitarbeiter da auch wertgeschätzt werden. Das ist ohnehin wohl die größte Lektion, die Karina Sicker von ihrem Vater gelernt hat. Der PWSD ist mittlerweile Arbeitgeber für 95 Menschen, 60 in der Sicherheit, 35 in der Reinigung.
Will man erfolgreich sein, ist Respekt für seine Angestellten das Wichtigste. Ich denke, ich habe immer, und das ist nach wie vor meine Devise, Wert darauf gelegt, mit den Mitarbeitern so umzugehen, dass sie hier bleiben. Also dass sie langfristig auch hier eine Arbeitsstätte finden, dass wir unseren Verpflichtungen in der Form, die wir als Unternehmer haben, auch im vollen Umfang nachkommen. Und auch es zeugt ja auch davon, dass wir Mitarbeiter haben, die 10, 20, 25 Jahre bei uns schon sind oder waren und länger von Anfang an dabei waren. Und das macht auch ein bisschen stolz, dass man sagt, man hat eine stabile Mannschaft geschaffen, mit der es sich auch in die Zukunft blicken lässt. Zudem versucht Lothar Neumann auch immer der Region etwas zurückzugeben. Am liebsten durch den Sport. Viele spätere Leistungssportler und Medaillengewinner haben es ihm gedankt. Dank kommt aber auch von der Bundeswehr. Regelmäßig stellt er Reservisten für dringende Aufgaben im Land ab. Das müsste er nicht, tut es aber trotzdem. Herr Neumann sagt sich als verantwortungsbewusster Bürger, ich möchte etwas in die Gesellschaft zurückgeben. Und da stellt er Reservisten frei, die normalerweise bei ihm arbeiten. Er weiß aber auch, dass wir bei der Bundeswehr diese Reservisten weiterbilden und dass er davon auch eine Gewinnsituation im Unternehmen hat. Eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Und so haben wir ihn kennen und schätzen gelernt. Und deswegen ist er heute ausgezeichnet worden als Förderer der Reserve des Bundesministeriums der Verteidigung. Noch denkt Lothar Neumann aber noch nicht ans Aufhören. Wenn es soweit ist, wird er seiner Tochter ohnehin weiter beratend zur Seite stehen. Vielleicht macht er ja auch mal wieder einen Streifendienst mit. Die beliebteste Route ist dabei übrigens die durch den Tierpark. Die sichert den Elefanten, Kängurus und Co. Nacht für Nacht einen friedlichen Schlaf. Mit diesem Jubiläum war es das schon für heute. Die Hälfte der Woche haben wir also schon geschafft. Morgen geht es wie gewohnt bei uns weiter. Dann unter anderem mit dem Ausbildungsstart in Cottbus. Wir sehen uns dann an dieser Stelle wieder. Also wieder einschalten. Tschüss. Näher dran mit dem Expertenangebot der Woche, wie den 4K 55 Zoll OLED-TV von LG für 1499 Euro und dem 6 Zoll Garmin Navigationsgerät für 119,89 Euro. Expert mit den besten Empfehlungen. Achtung, großer Sortimentswechsel im Möbelzentrum Großreschen. Ausstellungsstücke sind bis zu 73% radikal reduziert. Schnell sein lohnt sich, was weg ist, ist weg. Oder 30% Rabatt auf Möbelneubestellungen sichern und bei den neuen Küchen sogar den 50% Aktionsrabatt. Auf Wunsch natürlich mit der 0% Finanzierung. Möbelzentrum Großreschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Ihre Hauptuntersuchung ist fällig? Sie wurden schuldlos in einen Unfall verwickelt und suchen einen Schadengutachter Ihrer Wahl? Dann gleich zur DEKRA Cottbus, egal ob mit oder ohne Termin. Entweder beim neuen DEKRA Prüfwürfel an der Jet-Tankstelle Lipetzka Straße 8 oder im Gewerbeweg 7. Nutzen Sie auch die Online-Terminvereinbarung unkompliziert und schnell. DEKRA in cottbus.de oder telefonisch unter 0355 87 73 0. Wochenkurier. Hier sind Sie zu Hause. Unterwegs mit grünem Strom. Wasserkraft für saubere Energie.
für die Lausitz, für mich. Stadtwerke Cottbus. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. Fire got you, ain't got you, baby. I don't know what it's like. Der neue Renault Captur, so vielseitig wie sie. Jetzt probefahren in ihrem Autohaus Hertel und Söhne. Lamsfelder Straße 1 in Cottbus. Weitere Infos unter renault-hertel-cottbus.de oder telefonisch unter 0355 48 64 27 90. Jahre Stadtsportbund Cottbus. Das sind 30 Jahre mit Sport, der Massen begeistert. Hier in Cottbus gibt es immer wieder Profisport mit Weltelite. Großartiger Hallensport mit Eventcharakter hat sich über die Jahre etabliert. Beim Jugendsport sind Sportbegeisterte von klein auf dabei. Für den Sieg das Beste geben und beim Kindersport Teamgeist lernen. Im Parasport wächst jeder über seine Grenzen hinaus. In Cottbus ist man einfach sportlich unterwegs, auch noch bis ins hohe Alter. Jahre Stadtsportbund Cottbus. Werd auch du Teil der Sportfamilie.